Seacrowds. Hallo Seacrowds-Freunde, willkommen zurück zu unserer Flaschenpost. Ja, wir haben wieder ein paar Themen für euch zusammengesucht aus unserem Hobby, aus unserer Szene hier. Und wir fangen direkt oben an. Les Terribles gab's am Donnerstag im Store, völlig überraschend. 24 Stunden quasi früher als üblich bei Wargaming. Ja, und 4 Pakete stehen im Store, sind im Store verfügbar. Jeder, der die russischen DDs mag, wird mit dem Schiff ziemlich glücklich sein, denke ich. Ja, wir haben eine Leistung darüber gemacht. Gestern Abend haben euch das Schiff gezeigt, wie es sich so anfühlt. Wir haben verschiedene Skillrichtungen ausprobiert, so ein bisschen uns durchgetestet. Wie gesagt, ich bin mit dem Schiff noch nicht ganz so warm. Ich muss mir da ein bisschen eintrainieren, eher als Kreuzer zu sehen, finde ich persönlich so, als Flankierer. Ja, das ist eigentlich erstmal alles, was ich dazu sagen kann. Wir werden natürlich ein Schiffsvorstellungsvideo machen. Und wer möchte und das Schiff schon mal in Aktion sehen möchte, kann sich bei uns den Les Terribles Livestream angucken von gestern Abend auf dem YouTube-Kanal. Video wird unten verlinkt. Nächster Punkt. Katzenvideo. Katzencode. Hier ist der Katzencode für alle, die bei diesen Katzenmissionen bis jetzt noch nicht mitgemacht haben. Für alle, die den Code, den ersten, zweiten oder dritten Code schon aktiviert haben, ist der Code nicht mehr von Belang, weil die nächste Aufgabe automatisch freigeschaltet wird. Für diejenigen, die da noch nie mitgemacht haben, brauchen diesen Code, um überhaupt in diese Auftragsreihe reinzukommen. Der 4. Code ist der letzte Code, soweit ich das weiß. Und ja, es gibt am Ende diese nette Flagge hier. Da ist die. Wenn man den 4. Auftrag abschließt, kriegt man diese Flagge und man hat auf dem Weg dahin ein paar Signale bekommen. Also nette Zusatzsache, Zusatzversorgung sozusagen mit Signalen. Nächster Punkt ist dann der Träger, der Trägertest. Hurz, unser Kontributor, hat bei wirsinken.de einen neuen Artikel zu dem Trägerumbau vom Testserver sozusagen berichtet. Er schreibt über alles, was man bis jetzt so beobachten konnte. Wie sind Flugzeuge zu steuern? Welche Verbrauchsmaterialien gibt es? Wie ist der Träger an sich zu steuern? Wann kann man ihn steuern? Was passiert? Wie kann man Jäger herbeirufen? Alles davon. Was findet er gut? Was findet er nicht so gut? Was sollte man verbessern? Das komplette Portfolio wird da abgedeckt. Guckt euch diesen Artikel an, wenn euch die Träger interessieren. Wenn euch der Trägerumbau interessiert, das sollte eigentlich jeden interessieren. Selbst die, die jetzt schon Träger haben, sollten ja wissen wollen, wie es denn wohl so weitergeht mit den Trägern. Auch wenn es da schon viele Sachen gibt, über die berichtet wurde. Gut, und der nächste Punkt ist tägliche Dublonenlieferung. Ich habe das jetzt mal 9 Euro sparen genannt. Ich erzähle euch auch warum. Also, zum 31. Oktober 7 Uhr werden die täglichen Lieferungen auf dem Live-Server eingeführt. Das heißt, es ist eine Art täglicher Login-Bonus. Ihr loggt euch ein und könnt euch einen Bonus in-game dann holen, indem ihr dann einfach online seid. Auch ihr müsst wirklich nicht mal jeden Tag online sein. Es ist immer so ein 14-Tage-Zeitraum, glaube ich. Und ja, und ihr könnt euch dann jeweils, ihr kriegt immer so ein Bild eingeblendet gleich am Anfang, wenn ihr euch einloggt und könnt dann einfach hier Collect Reward, also einfach einsammeln der Belohnung sozusagen, klicken und dann bekommt ihr hier die Ingame-Goods. Jetzt hat sich Wargaming natürlich noch was ausgedacht. Und zwar für euch sozusagen, wer Geld ausgeben möchte. Tägliche Dublonenlieferung ist möglich. Und zwar kauft man sich quasi hier ein Paket in dem Store für 15,99 Euro aktuell und man bekommt effektiv 6750 Dublonen, aber nicht sofort. Ihr bekommt einmal einen Bonus von 450 Dublonen in dem Moment, wo ihr den Kram kauft. Und dann bekommt ihr über einen 28-Tage-Zeitraum, müsst ihr euch 14 Mal einloggen. Und ihr bekommt dann für jedes Mal einloggen 450 Dublonen on top. Das sind 6750 Dublonen. 15,99 kostet das Paket. Wenn ihr die Sache einzeln kaufen würdet, kostet sie 24,89. Ich möchte euch die Sache nicht voranhalten. Ich möchte jetzt nicht sagen, ihr müsst das tun. Überhaupt nicht. Ich möchte euch nur sagen, es ist möglich. Ihr guckt ja vielleicht nicht täglich in den Store rein. Aber es ist ein netter Zusatz. Wenn ihr das getan habt, dann erscheint hier an der rechten, linken Seite besser, dieser Button tägliche Lieferung. Und das sieht dann so aus. Und dann kann man hier raufklicken, Belohnung einsammeln. Und jetzt sehe ich, alles klar, ich habe 450 Dublonen erhalten. Und hier sind dann die zusätzlichen Sachen. Hier unten gibt es einen Haken. Bei der Anmeldung das Fenster tägliche Belohnung öffnen sozusagen. Oder tägliche Lieferung öffnen. Und das ist das, was ich mir jetzt quasi erkauft habe, wenn man dazu sagen möchte. Ja, wie gesagt, ab dem 31. Oktober gibt es dann dazu immer Ingame-Goods wie Tarnung, Credits, all so eine Sachen. Das ist dann nochmal zusätzlich möglich. Und
es wird zuerst eine Art Halloween-Geschichte sein. Also die ersten Belohnungen werden an Halloween angelehnt. Ja, das ist auch noch eine Info, die ich euch gerne da lasse. Dann geht's weiter, und zwar mit dem Supertest. Es gibt Balanceänderungen, und zwar bei der Wichita. Da wurde festgestellt, dass das Gameplay sehr nah an der Baltimore ist, und deswegen werden Veränderungen durchgeführt. Und zwar werden die Mark 21 Artillerie gegen Mark 19 Artillerie von der New Orleans ausgetauscht. Damit ändert sich natürlich der AP-Granatenschaden. Die Anfangsgeschwindigkeit wird schneller, also der Schießbogen nicht sehr hoch, sondern etwas flacher. Und ja, dann werden die Erkennbarkeiten verändert. Ne? Ihr seid jetzt früher erkennbar auf 12,06 Kilometer. Und wenn ihr aus dem Nebel schießt, dann die Sichtbarkeit nach dem Feuer der Hauptgeschütze im Nebel wurde von 6,79 auf 6,29 erhöht. Ist ja eigentlich eine Senkung. Ja, das ist ja ein bisschen widersprüchlich. Wahrscheinlich doof geschrieben und mir beim Übersetzen nicht aufgefallen. Ja, die Ruderstellzeit wird verändert, Radareinstellungen werden erhöht auf 9 Kilometer, also dieser Standardwert jetzt, den sie da jetzt neu eingeführt haben. Die Betriebsdauer, also Aktivität des Radars, wird verlängert. So soll es jetzt in den weiteren Testverlauf eben gehen. Das hier gucke ich mir gleich nochmal an, ob da nur erhöht oder senken steht und das bloß von mir irgendwie falsch übersetzt wurde. So, nächster Punkt. Dann kommen wir nämlich schon zur Vanguard. Bei der Vanguard gab es ja wirklich sehr, sehr krasse Information, wie das Schiff ist, also irgendwie so ein richtiger Reinfall, und darauf haben sie jetzt reagiert. Es wird nämlich das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft verändert. Aktuell sind es für Premium 80 Sekunden und 120 Sekunden, das wird in Zukunft 60 und 90 Sekunden sein, also eine Minute und anderthalb Minute. Die Wiederherstelleffizienz ist jetzt nicht mehr 0,5 Trefferpunkte pro Sekunde, sondern 0,6 Trefferpunkte pro Sekunde von dem eigentlichen Healthpool. Ich glaube, der war irgendwo bei 80.000 oder sowas. Also das wird eine ganz ordentliche Nummer sein. Die Zitadellengröße wurde deutlich reduziert. Das ist die alte Zitadelle. Also ihr seht, wie groß hier der rote Bereich rausguckt dann. Und das ist ja jetzt die neue. Die ist quasi unter Wasser gemoved worden. Und das Spaltmaß da ist, ziemlich schmal. Ne? Also kann man gut erkennen, denke ich. Aber was man auch sieht, hier ist es jetzt nur noch eine dünnere Panzerung. Weil vorher ist der Bereich hier oben nämlich gelb. Und hier dieser grüne Bereich ist doch ein bisschen weniger gepanzert. Das sind ein paar Millimeterchen. Muss man dann halt mal gucken, wie das Gesamtpaket aussieht. Auf jeden Fall haben sie es eben verändert. So, dann die Ruderstellzeit wird auf 9,72 Sekunden reduziert. Das ist fast eine Hälfte von dem, was der vorher hatte. Das Schiff soll quasi wendiger werden. Es soll weniger anfällig werden gegen Beschuss vom Feind. Das war wohl sehr, sehr anfällig. Und ja, und es soll halt ausweichen können. So ein bisschen wie der Conqueror mit dem legendären Modul, habe ich gerade das Gefühl. Die Detonationszeit der AP-Granate wird nicht mehr typisch britisch sein, auf 0,015 Sekunden nach Zündverzögerung sozusagen, sondern auf 0,033. Das ist die Standardverzögerung der AP-Granate im Spiel. Dann der Erfassungsbereich wird erhöht. Das ist aber nicht, wo ihr aufgedeckt werdet, sondern das ist, wie weit ihr gucken könnt. Soweit ich das verstehe. Ja, der Erfassungsbereich ist das, wo ihr quasi andere Schiffe aufklärt, auf 16 Kilometer. Die Sichtbarkeit nach dem Abfeuern des Hauptgeschützes im Nebel wird halt erhöht auf 14,73. Und hier erklären sie nochmal, warum sie das alles ändern wollen und müssen. Also ist halt die Performance des Schiffes war unterirdisch, um es mal kurz zu machen. Und deswegen, ja, wird es angepasst. So. Dann gibt es weitere Balanceänderungen. Und zwar bei der Dreadnought. Da hat er ja auch Hurz in seinen Livestreams immer wieder dieses Schiff gefahren. Und da werden halt auch Oberflächenerkennbarkeit verändert. Da wird, wenn die Hauptgeschütze im Nebel abgefeuert wird, wird auch verändert. Und jetzt sind diese Parameter in Einklang gebracht worden mit anderen T3-Schlachtschiffen. Dann kommen wir zu einem Schlachtschiff, was wir als Deutsche sozusagen schon lange vermissen. Viele von uns sammeln die deutschen Schiffe, so meine ich das. Die Oberflächenerkennbarkeit wurde da nochmal überarbeitet. Das Balancing ging da also noch weiter und deswegen ist es bis jetzt auch nie erschienen, dieses Schiff. Und zwar gibt es da einen ganz schön holprigen Aufstieg. Von 12,78 Kilometer wird die Sichtbarkeit auf 15,08 Kilometer erhöht. Also das ist schon ein ganz schöner Sprung. Und wenn ihr die Hauptgeschütze im Nebel abgefeuert habt, dann seid ihr 12,92 Kilometer sichtbar. Entschuldigung. Die Hauptbatterienachladezeit wird von 26 auf 28 Sekunden erhöht. Und ja,
Das ist eigentlich so der Grund. Bis jetzt war das Schiff wohl sehr kreuzerlike zu fahren, obwohl es ein Schlachtschiff ist und das Kaliber eines Schlachtschiffes hatte. Und mit deren Änderung wollen sie es jetzt wieder dahin bringen, dass es doch mehr sich als Schlachtschiff anfühlt. Außerdem, das habe ich eben noch nicht erzählt, die Drehgeschwindigkeit der Hauptgeschütze wird von 6 auf 4 Grad pro Sekunde verlangsamt. Also das ist ein Nerf. Die Türme drehen sich weniger schnell. Das kann man ja dann mit dem Eliteschützen zum Beispiel wieder ausgleichen, wenn man denn möchte. So, das waren die Supertest-Informationen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Code. Ihr habt bestimmt mitbekommen, beziehungsweise wir hatten darüber berichtet, dass der Ring demnächst wieder beginnt. Er hat jetzt begonnen, das erste Video ist verfügbar. Ihr bekommt dann eine neue Ingame-Aufgabe, die ich euch gleich zeige. Hier ist der Code, Swing the Lead heißt der Code. Ihr müsst den ganz normal wieder hier oben anklicken, Wargaming-Code aktivieren klicken, den Kram da eintippen und dann wird euer Auftrag aktiviert. Und wenn ihr dann Ingame seid, dann könnt ihr direkt bei den persönlichen Aufgaben hier Schlag in die Breitseite machen. Das sind die Aufträge, die die Teilnehmer jetzt erfüllen müssen, aber ihr habt halt mehr Zeit, diese Aufträge zu erfüllen. Ablaufdatum ist jetzt der 2.11. und wir haben heute den 27.10. Von daher sind es ein paar Tage Zeit. Ihr müsst 5-mal die Bänder verteidigt bekommen. Wie gesagt, ist in jedem Gefecht möglich. Zufall, gewertet, Koop und Szenario. Ihr braucht ein T5-Schiff oder höher, also ist machbar. Und ihr bekommt dafür erstmal 10 Flaggen. Es gibt ja dann immer weiter Folgeaufträge, wo dann immer, also Flaggen ist falsch, Signale ist das richtige Wort. Aber ich denke mal ganz nett, die 5 Bänder macht man irgendwie mal so nebenbei, sage ich jetzt mal. Und kann dann eben diese Sache mitnehmen. Das wollte ich euch auf jeden Fall mal nicht vorenthalten, diese Info. Oh Mann. Überall irgendwelche Fenster hier. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist wieder eine kleine Überraschung. Es gibt ein KPM-Geburtstagsevent. Der KPM-Clan feiert einjähriges Jubiläum und wird im Februar 2019 ein Event veranstalten. Ihr könnt euch hier im Forum dann einfach reinklicken. Ich werde euch auch diesen Link natürlich unter unser Video setzen und euch dann eintragen. Ihr müsst das auch nicht als Clan machen, soweit ich das verstanden habe, sondern ihr könnt das einzeln machen. Ihr könnt allein oder als Gruppe eben mitmachen. Klickt hier rauf, landet dann auf dieser Seite und hier wird euch alles erklärt. Hier sind die PDFs zum Download, hier wird euch erklärt, wie ihr euch anmeldet und so weiter. Das Einzige, was man schon mal vorweg sagen kann, Teilnahmegebühr beträgt 2 Euro. Ich denke, das ist überschaubar, aber dafür gibt es dann halt auch Preise für eine Menge Leute. Also T6 bis hoch hier T10 in Klammern, weiß ich nicht ganz genau, wie das dann aufgebaut ist. Aber wenn es euch interessiert, wenn ihr euch in so einem Event teilnehmen wollt, hier ist die Einladung. Und ja, jetzt haben wir mal so ein bisschen Werbung für KPM und ihr Geburtstagsevent gemacht. Ich gucke ja immer mal wieder in die regionalen Wettbewerbe rein. Wenn ihr mal ein Event veranstaltet und wissen und gerne dieses beworben haben wollt, meldet euch einfach bei uns seacross@gmail.com oder ihr findet uns im Forum oder ingame anschreiben einfach mal Racher oder kommt auf unseren Discord, könnt ihr alles unten verbinden mit uns sozusagen und sagt uns einfach Bescheid und dann machen wir auch mal eine Nachricht zu eurem Event, wenn ihr vielleicht ein paar Leute mehr dabei haben wollt und nicht nur übers Forum Werbung machen möchtet. Also, das war's mit der Flaschenpost für diesmal. Ich denke, es waren wieder ein paar interessante Themen für euch dabei. Das eine oder andere habt ihr vielleicht noch nicht mitbekommen oder gewusst. Von daher sage ich herzlichen Dank für eure Zeit, wünsche euch viel Spaß mit den Codes und ich hoffe, dass ich euch vielleicht noch ein bisschen den ein oder anderen Gedankenanstoß geben konnte mit dieser Flaschenpost. Bis zum nächsten Video bei uns hier auf YouTube. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Maracha. Sea Crowds.